über die Worte, die ich eigentlich nur doppelt und dreifach unterstreichen kann. Man muss aber deutlich machen, du hast es ja so gesagt, Migros ist der erste Künstler, der missionarisch tätig ist, indem man nämlich Kunst im Stern tatsächlich an anderer Stelle im Rahmen des Maler-Kunst-Sternes präsentiert. Dass es Migros geworden ist, das haben die Zuschauer, haben die Kunden, haben die Besucher der Ausstellung so gewollt, denn sie haben nicht nur mit den Füßen abgestimmt, sondern sie haben einen Zettel ausgefüllt und haben Migros gewählt. Und ich glaube, so ein Publikumspreis bei allen Ehren, aber der hat es wirklich in sich, weil das zu einer Jury, aber dann nochmal die Wertschätzung einer breiten Masse ist. Und ich kann dich nur beglückwünschen, dass du das geschafft hast mit dieser Skulptur. Ich empfinde es auch genauso wie Georg Elben wunderschön, dass, na, ich bleibe jetzt mal in der Zeit der Europameisterschaft beim Beispiel, beim Fußball. Ich finde es wunderschön, wenn so eine DFB-Auslosung ist und der FC Bayern muss in ein Stadion jetzt nach Jena oder egal wohin. Jetzt überlasse ich Ihnen die Kreativität zu sagen, was wir eigentlich mit der Kunst, die wir ja wirklich als Breitensport angesiedelt hatten im Malerstern, wo wir überhaupt gar keine Allüren hatten, irgendwelche Qualitäten erfüllen zu wollen, sondern wir wollten eine offene Kunstszene abholen. Was wir, du hast die Jahreszahl genannt, ich glaube, der schönste Termin war irgendwann so März 2006, da haben wir nämlich definitiv klar gemacht, dass wir im April ein Ladenlokal für zwei Tage bespielen wollen. Daraus ist, wie Sie merken, unwesentlich mehr geworden. Eine schöne Zeit. Und deshalb will ich gar nicht auf die Exemplare und auf die Gegenstände, die Migro hier ausgestellt hat, eingehen, sondern eher auf dich selber. Es ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass ein Bergmann relativ früh in den Unruhestand versetzt wird. Aber ich glaube, bei deinem handwerklichen Geschick, das du ja auch bei der Ausstellung so an den Tag legst, ist es schon relativ selten, dass da so, ja, so viel Buntes bei herausspringt. Ja, mit der Verbindung zur Kohle, finde ich super klasse. Aber wer dich dann weiter kennenlernt, der stellt fest, ich glaube, dein zweiter Begleiter ist dein Notizbuch. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, nehmen Sie es mir bitte wirklich so ab, oder jemand behauptet das Gegenteil, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der Ihnen zwei, drei Monate später sagen kann, was an dem Tag, wo wir zusammensaßen, wer wo wie festgehalten hat und gesagt hat. Weil Migros sagt Ihnen das. Oder sagt das in der Sitzung. Das ist eine ganz, ganz tolle Art, die auf gar keinen Fall negativ verstanden werden soll. Es ist nicht negativ, wenn er da etwas wiederholt. Nein, er ist sehr genau, ganz gewissenhaft, exakt. Und ich glaube, das bricht auch so ein bisschen vielleicht die Wahrnehmung, was man so denkt, was man unter einem Künstler versteht, auf. Ja, der Künstler, da stellt man sich vor, ein unordentliches Atelier und vielleicht auch ein bisschen unordentlichen oder naja, ich sag jetzt mal in seiner Wahrnehmung jemanden, der künstlerisch auch wirken will. Das ist bei dir ganz anders. Du bist der Mensch, der so wirklich mit beiden Beinen fest im Leben steht. Und ich kann sagen, du zusammen mit der Künstlergruppe Kunst im Stern, die hier an dieser Stelle wirklich als Familie auch sehen muss, ist eine Bereicherung für den Malerstern. Ich habe es immer wieder gesagt, diese Zusammenarbeit mit der Kunst gibt dem ganzen Standort eine Seele, gibt dem Ganzen auch mehr als nur schnödes Einkaufen oder seine täglichen Dinge abwickeln. Hier ist an der Stelle etwas mehr entstanden. Ich wünsche mir natürlich für den Stern und ich wünsche natürlich uns allen, dass diese Zusammenarbeit auch bei jeglicher Entwicklung, die momentan hoffentlich auch die richtige Richtung einschlägt, dass dieser Ast, den wir, oder dieser Baum, der entstanden ist aus dieser kleinen Pflanze, dass der nicht abgesägt wird, sondern dass der weiterhin in dieser Zusammenarbeit zwischen Skulpturenmuseum und Malerstern Bestand hat. Dir viel Erfolg für deine Ausstellung. Vielen Dank für deine
immer wertschätzenden Worte und vor allem für deine totale Gewissenhaftigkeit, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Und also, wie ich sagte, niemals irgendwo negativ, sondern immer 100% sympathisch. So kommst du bei mir rüber. Und da kann ich dann nur Danke sagen mit einem kleinen Tropfen. Wer passt da besser als die Malersympathie zu einem sympathischen Menschen?